Die Vergabekammer Sachsen hat den Grundsatz Aufklärung vor Ausschluss nicht erfunden. Auch andere Vergabekammern teilen diese Idee. Auch wenn sich im Gesetz kein Hinweis darauf findet, man muss es einfach wissen und sollte es beachten. Es gibt aber eine Grenze, wo ich das ganz pragmatisch handhabe. Ein Bieter, der in der vorläufigen Wertung weit abgeschlagen hinten landet, dem teile ich ohne Rückfrage den Ausschluss und gleichzeitig seine Rangfolge in der justerweise durchgeführten Bewertung mit. Wenn er dann auf einer Aufklärung besteht, lasse ich mir seine Argumente gegen den Ausschluss schriftlich geben. Notfalls mache ich den Ausschluss rückgängig und aktualisiere die Angebotswertung. Ist ein schneller, pragmatischer und vergaberechtskonformer Weg und entspricht nach meinem Verständnis auch dem Grundsatz, bleibt dem Fair im Vergabeverfahren, dann klappt es auch mit dem Vertragspartner.